So, wir sind zurück, eine neue Folge, beziehungsweise habe ich heute schon 200 Folgen gedreht, aber keine Ahnung, wie ich das alles machen soll. Auf jeden Fall auf dem Weg zu meinem ersten, hinten ist er, erst nochmal nachschauen, wie es heißt, Girantina, an der Gardine, Bruder, der erste Girantina-Raid für mich. Wir haben uns jetzt verabredet für 12.30 Uhr auf jeden Fall. Es sind noch 5 Minuten und ja, auf dem Weg dahin können wir noch ein paar Stops drehen, ein paar Bären sammeln, natürlich ein paar Pokémon fangen, großartige Würfe versuchen, Bären verwenden beim Fangen von Pokémon, damit wir die ganzen Aufgaben noch gelöst kriegen. Ah, das war nichts. Also irgendwie hängt das Handy in letzter Zeit übelst, wenn ich aufnehme zumindest. Da geht nämlich gar nichts mehr. Muss ich wohl doch mit zwei Händen machen oder wenn die Aufnahme nicht läuft. Auf jeden Fall ruckelt es in letzter Zeit extrem. Und wir werden jetzt mal weiterlaufen zum Girantina und noch ein Geist. Genau, die zählen ja auch dazu. Und werden es mal probieren mit der Despota-Armee, die ich noch auf der Hand habe. Die ganze Zeit war ja Mewtwo da, wie gesagt. Da hat man sich meistens sein Kampfteam zurechtgelegt mit Despota. Und Unlicht soll ja trotzdem auch gut sein. Einfach fabelhaft. Und Unlicht soll trotzdem gut sein, deswegen lasse ich jetzt einfach mal meine 6 Despota drin. Es gibt natürlich noch bessere Sachen. Das blende ich hier mal ein. Also Rayquaza ist da, glaube ich, ganz vorne mit dabei. Mit Drachenattacken oder natürlich auch Brutalanda mit Drachenattacken. Gengar ist auch gut. Also müssen wir nochmal unser persönliches Team zusammenstellen. Aber jetzt auf die Schnelle, wir dürften eigentlich genügend Leute sein. Nehme ich einfach mal meine 6 Despota und wir schauen mal, wie weit wir kommen. So, da sind wir jetzt in der Lobby angelangt. Wir sind gerade 14 Leute, wieder bunt durchgemischt, wie man sieht. Gelb, blau, rot, alles dabei. Und am besten, wie gesagt, nehmt ihr Drachen-Pokémon mit Drachenattacken, Rayquaza, Dragoran. Ihr könnt auch Brutalanda nehmen, aber ich habe mir jetzt noch kein Team erstellt, weil das alles fix gehen musste. Nur Stress überall. Deswegen lasse ich jetzt mal die Despota-Armee. Unlicht ja trotzdem gut. Deswegen versuchen wir es mal mit denen. Gucken, wie weit wir kommen. Angeblich soll es sehr leicht sein, dass man es vielleicht mit 4 Leuten locker hinbekommt. Vielleicht sogar 3. Da werden manche wieder ein paar Challenges versuchen natürlich. Wir probieren es erstmal mit 14. Das müsste klappen. Sehr effektiv. Sieht schon mal gut aus. Dann hauen wir mal drauf. Schauen mal, ob es ein gutes ist. Jetzt habe ich natürlich den Wert wieder nicht im Kopf. Aber ich glaube irgendwas mit 19 rum. 19 irgendwas und dann 24 irgendwas. Und dann müsste das auch passen. Ja, der Horsti freut sich über irgendwas. Vielleicht hat er was Gutes bekommen. Und komischerweise habe ich jetzt schon ein paar von diesen 9 Dingern da gefangen. Die Tentakeldinger da, die aussehen wie Tentara im Schatten. Aber als ich meine Box geguckt habe, war da gar keins. Bei zuletzt Gefangene. Keine Ahnung, ob das nur ein Anzeigefehler war oder ob die unsichtbar sind. Auf jeden Fall bin ich in die Box reingegangen, auf die Pokébox und da war einfach nichts. Aber wir werden das mal im Auge behalten, noch ein paar andere fangen. Das geht hier eigentlich sehr gut, wie man sieht. Das nimmt ab. Drache gegen Drache natürlich ist immer gut, obwohl ich keinen Drachen jetzt habe. Das habe ich schon immer, fand ich schon immer komisch. Ich glaube, Stahl gegen Stahl ist, glaube ich, auch gegenseitig schlecht, also gut, also effektiv, irgendwas. Aber wir hauen einfach mal drauf, schauen mal, was es hat, werden es dann fix eintüten. Jetzt schrumpft es erstmal, das war also das Erste. Du hast gewonnen, hey, und da wächst der Freundschaftslevel. 10 Bären, 3 Drängel, 3 Beleber, 3 Bonbons, 500 Staub, 10.000 Erfahrungspunkte, 12 Bälle, Team Gelb leider am schlechtesten. Und da war leider der Akku von der Kamera im Arsch, also wieder mal leer, wie so oft. Wenn ich schon fortgehe, nehme die Kamera mit, entweder ist der Akku leer oder ich vergesse sogar die Speicherkarte, wie gestern auch passiert. Also gestern war wirklich der Wurm drin.
Da hat sich auch der Drucker aufgehangen und alles ist einfach nur chaotisch. Aber auf jeden Fall hatte ich 12 Bälle, habe glaube ich 5 Versuche gebraucht. Kreis eingestellt natürlich wieder, warten bis es angegriffen hat, draufwerfen. Ist dann relativ einfach, auch einfach fabelhaft zu treffen. Lässt sich also eigentlich gut fangen, eigentlich ähnlich wie Mewtwo. Und ist ein bisschen hartnäckig. Gestern ist auch ein 100er geflohen, glaube ich, bei einem, obwohl ich jeden Ball einfach fabelhaft getroffen habe. Aber im Endeffekt bei mir, da ist es dann natürlich drin geblieben. Pokédex-Eintrag mitgenommen, Erfahrungspunkte mitgenommen und ja, das war das Erste. Und da können natürlich noch viele weitere kommen. 1931 ist der Wert. Und schreibt mal rein, ob ihr auch schon eins gefangen habt, wie euer erster Raid verlaufen ist und wie ihr das Teil so findet. Das war's aber von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.